Etwa 20% aller Octavia-Käufer entscheiden sich für die leistungsstarken RS-Modelle. Deshalb ist es nur logisch, dass es die dritte Generation des Octavia RS nun auch mit Allradantrieb gibt. Skoda kombiniert die 4x4-Variante mit seinem stärksten Diesel. Einen Handschalter gibt es nicht. Die Kraft wird ausschließlich über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die vier Räder verteilt, was kein Nachteil ist. Im RS arbeitet ein 4x4-Antrieb mit elektronischer Drehmomentverteilung und Mehrlamellen-Viskokupplung. Das System verteilt das Drehmoment je nach Situation zwischen Vorder- und Hinterachse. Beherztes Anfahren bringt die Räder nicht zum Scharren und auch bei höherem Tempo liegt der Skoda sicher auf der Straße. Unterstützt wird das von einer Querdifferentialsperre. Mit gezielten Bremseingriffen an einzelnen Rädern wird die Neigung zum Umsteuern verringert und die Kurvendynamik erhöht. Der 2-Liter Vierzylinder-Turbodiesel leistet 184 Pferdestärken. Der Motor schiebt den Wagen auch bei niedrigen Drehzahlen kräftig an und überzeugt mit gleichmäßiger Leistungsentfaltung. Kraftvolles Beschleunigen gelingt dem Octavia genauso wie sanftes Dahinrollen. Eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreicht er im Idealfall in 7,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 224 Kilometern pro Stunde. Vier Fahreinstellungen bringt das Skoda mit: Eco, Normal, Sport und Individual. Dazu kommt der ESC-Sportmodus, der ein noch agileres Handling ermöglicht. Bei unseren Fahrten kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern Diesel. Das ist weit entfernt vom angegebenen Normverbrauch von 5 Litern. Sobald die winzige Verzögerung nach dem Anfahren überwunden ist, ist das Doppelkupplungsgetriebe ein Quell der Freude. Der RS ist auch äußerlich flott, aber kein krawalliger Angeber. Bei allem Lob, nicht überzeugen konnte die Verkehrszeichenerkennung. Ein Schnäppchen ist der Octavia auch nicht. Mindestens 35.550 Euro verlangt Skoda für den Octavia. Für 1.800 Euro Aufschlag gibt es Allrad dazu. Der Preis für unseren Testwagen mit einem hochwertigen, aber teuren Entertainment-System summierte sich auf üppige 43.000 Euro. Sportliche Vielfahrer, Skiurlauber oder Alpenbewohner werden die Kombination aus kräftigem Diesel- und Allradantrieb auf jeden Fall schätzen. So wie wir.